Das sind Anja und Tobi. Die zwei wollen heute Muffins backen. Dazu messen sie alle Zutaten ab und mischen die nassen und die trockenen getrennt voneinander. Nun geben sie alles in eine große Schüssel und verteilen das Ganze auf die Förmchen. Schließlich kommen die Förmchen in den Backofen. Das riecht aber lecker. Aber warum sind die eigentlich so aufgegangen? Backpulver besteht aus drei Zutaten. Die erste und wichtigste ist das Natriumhydrogencarbonat, kurz Natron. Außerdem ist Säure und ein Trennmittel enthalten. Das Trennmittel zieht mögliche Feuchtigkeit auf und verhindert, dass das Natron schon in der Packung mit der Säure reagiert. Nicht selten handelt es sich dabei einfach um Mais, Reis oder Weizenmehl. Erst in Verbindung mit Feuchtigkeit und Wärme setzt sich chemische Reaktion ein, durch die der Kuchen am Ende so schön locker wird. Das Natron reagiert zum einen mit der Säure und durch die Hitze des Backofens zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Das so entstandene CO2 sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und locker wird. Ganz deutlich sieht man das CO2, wenn man eine Teigkugel mit Backpulver und eine ohne Backpulver in ein Glas warmes Wasser gibt. Die Kugel mit Backpulver steigt auf, während die ohne Backpulver auf den Boden sinkt. Wenn man genau hinsieht, kann man sogar das frei werdende CO2 als kleine Bläschen an der Kugel mit dem Backpulver erkennen, die dafür sorgen, dass der Teig nicht untergeht. Jetzt wissen Anja und Tobi, wie Backpulver funktioniert und können ihre Muffins genießen.